Deruya, Kana, ab heute seid ihr beide verlobt. Das war, als ich in der ersten Klasse war. Mein Vater teilte mir, Teruya Kuga, mit, dass ich mit der Schönheit neben mir verlobt war, Kana Shio. Anscheinend waren unsere Väter seit der Grundschule beste Freunde und wir waren ohne unser Einverständnis verlobt worden, 10 Jahre später. Shio, bitte geh mit mir. Nein, geh mit mir. Nein, geh mit mir. Es tut mir leid, ich bin nicht an einer Beziehung zu irgendwem interessiert. Nein! Sie fragen sie wirklich ständig nach einem Date, oder? Das liegt daran, dass sie nicht klar Nein sagt. Aber sie scheint sich nicht für sie zu interessieren. Wahrscheinlich denken sie, es gibt Hoffnung, weil sie nicht komplett abgewiesen werden. Ich meine, sie ist das beliebteste Mädchen der Schule. Sie können wohl nicht einfach aufgeben. Ich habe gehört, dass sie sogar einen Fußballspieler und den Basketballkapitän abblitzen ließ. Hä? Woher weißt du das? Sie hat es mir erzählt. Ich schätze, die Mädchen reden darüber, was? Ja, das interessiert sie alle. Und wenn es jemand ist, der gut aussieht, interessiert es sie noch mehr. Aha, verstehe. Meine Freundin scheint sich aber nur für mich zu interessieren. Stirb einfach! Ach komm, beruhige dich. Du solltest dir auch einfach eine Freundin suchen. Ich kann mir nicht so einfach eine Freundin finden. Genau das ist der Grund, warum gut aussehende Leute nicht gemocht werden. Ach komm schon, sei nicht so. Das klingt, als wäre ich der Bösewicht. Du siehst für mich wie ein Bösewicht aus. Hey, Moment mal. Das war wirklich fies. Stopp! Hör auf zu seufzen! Wie auch immer. Wechsel nicht das Thema! Ich glaube, Shio mag die ganze Aufregung nicht. Also ist es wahrscheinlich das Beste, sie einfach in Ruhe zu lassen. Dir ist klar, dass ich gleich anfange zu weinen, oder? Alter Falter, du übertreibst mal wieder maßlos. Warum bin ich nochmal dein bester Freund? An dem Abend, als ich mit meinem besten Freund herumgealbert hatte. Yo, Teruya, ich wollte nur mal Hallo sagen. Aus irgendeinem Grund tauchten Shio und ihr Vater bei uns zu Hause auf. Kann ich irgendwie helfen? Oh, ich habe ein paar wichtige Dinge mit deinem Vater zu besprechen. Verstehe. Aber warum ist sie hier? Es ist wichtig und es betrifft auch sie. Ich gehe schon mal rein. Ich ließ sie in die Wohnung, doch dann... Warum bin ich hier? Ich wusste nicht, dass es so schnell gehen würde. Ja, ich war auch ein wenig besorgt, aber ich denke, das ist das Beste für alle. Worüber redet ihr? Hä? Oh, darüber, dass Kana bei uns einziehen wird. Ah, verstehe. Was? Ich muss für ein paar Jahre beruflich nach Übersee gehen. Was? Wirklich? Ja, sie ist zwar gut im Lernen, aber sie ist nicht sehr gut in Englisch. Und sie muss nächstes Jahr ihre Aufnahmeprüfung machen. Also möchte ich, dass sie hier bleibt. Also dachte ich mir, dass ihr eine Weile auf sie aufpassen könnt. Sie ist doch deine einzige Tochter, oder? Du bist verrückt. Es ist okay. Ihr beide seid ja verlobt. Ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, es wäre in Ordnung. Hat sie das? Ich dachte, es wäre einfach besser, in Japan zu bleiben. Das ist alles. Ach so. Ja, also wird sie in deinem Zimmer wohnen. Oh, okay. Moment mal. Was? Im gleichen Zimmer? Es gibt keine anderen freien Zimmer. Was willst du sonst machen? Wir müssen eine andere Lösung finden. Ich kann nicht einfach ein neues Zimmer kaufen. Aber das kann doch unmöglich okay für sie sein. Das ist mir egal. Ich wohne hier umsonst. Mir steht es nicht zu, irgendwelche Wünsche zu äußern. Wirklich? Bist du dir sicher? Weshalb bist du denn so nervös? Es sollte doch kein Problem geben, wenn wir einfach nur im selben Raum sind. Wow, sie ist sogar in so einer Situation ruhig. Was? Gibt es etwas, was du nicht in deiner Hose behalten kannst und deshalb bist du so aufgeregt? Was? Nein! Ich meine, nein! Wenn es dir nichts ausmacht, ist es okay für mich. Okay, dann ist es abgemacht. Übrigens, sie wird ab morgen bei uns wohnen. Das ist ein bisschen zu früh, oder? Du fährst doch noch nicht ins Ausland, oder? Sie braucht Zeit, um sich an alles zu gewöhnen, oder? Du hast schon zugesagt, also nimm es wie ein Mann. Du bist echt unverfroren. Und so begannen wir am nächsten Tag damit, Shios Sachen in unser Haus zu bringen. Tut mir leid, dass mein Zimmer so klein ist. Das ist schon okay. Wir haben ja noch unser anderes Haus, also bringe ich nur Sachen mit, die ich brauche. Ich brauche nicht so viel Platz. Oh, okay. Warum bleibt sie dann nicht einfach in ihrem Haus? Ich meine, vielleicht will ihr Vater sein Mädchen nicht ganz allein im Haus lassen. Puh, fast fertig. Wenn du müde bist, solltest du dich ausruhen. Ich trage den Rest. Ist schon okay, es sind meine Sachen und ich will nicht, dass du sie trägst. Sie ist wirklich fleißig. Es gibt nur einen Platz zum Schlafen? Weil wir ihre Sachen in mein Zimmer gebracht haben, war es ziemlich eng. Wir konnten keinen Futon ausrollen, also gab es nur das Bett. Keine Sorge, ich hatte sowieso nicht vor, mit dir zu schlafen. Hm? Ich schlafe im Wohnzimmer. Du kannst das Bett benutzen. Ich schlafe auf der Couch. Hm? Bist du sauer? Nein, gar nicht. Du darfst nicht auf der Couch schlafen. Oh, aber... Oh, wenn ich schon im Wohnzimmer schlafe, sollte ich einen Futon hinlegen, oder? Was denn? Machst du das mit Absicht? Ich meine, ja, ich mein's ernst. Verstehe. Das Bett ist doch hier. Ja, und? Es ist ein ziemlich großes Bett. Findest du? Es ist genug Platz für mindestens 2 Personen.
Hä? Also... Meinst du nicht, wir sollten einfach zusammen in einem Bett schlafen? Das willst du wirklich nicht. Ich habe gestern darüber nachgedacht. Siehst du mich wirklich als deine Verlobte? Wir sind verlobt, das sollte doch kein Problem sein. Ich meine, ja, schon. Aber ich dachte, du nimmst das nicht ernst. Wir haben aufgehört, miteinander zu reden, als wir in die Mittelschule kamen. Deshalb dachte ich, dass sie keine Zeit mit mir verbringen wollte. Ich mache mir nichts aus der Liebe. Es ist egal, wen ich heirate. Es ist alles dasselbe. Verstehe. Ja, also macht es mir nichts aus, mit dir zu schlafen. Sie ist sehr distanziert. Ich meine, okay, wenn du das sagst. Ich sollte einfach im Wohnzimmer schlafen, sobald sie einschläft, und mich wieder ins Bett reinschleichen, bevor sie aufwacht. Ich dachte mir, sie würde sich aufregen, wenn ich nicht bei ihr schlafe. Also war das mein Plan. Dann, in der Nacht, sie muss eingeschlafen sein. Etwa eine Stunde, nachdem wir ins Bett gegangen waren, hörte ich sie leise atmen. Ich hatte auf diesen Moment gewartet, um mich zu bewegen, aber... Du schläfst doch, oder? Hä? Sieht Chiyo mich an? Vielleicht hat sie nur so getan, als würde sie schlafen. Oh, wie lange ich hierauf gewartet habe. Was hat sie denn jetzt vor? Ich liebe dich. Was? Ich liebe, 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 liebe dich. Was zur Hölle? Träume ich? Ich hab dich immer geliebt. Oh mein Gott, ich hab es endlich gesagt. Ich konnte es die ganze Zeit nicht sagen, aber jetzt hab ich es endlich gesagt. Ich kann es dir nicht ins Gesicht sagen, aber wenn du schläfst, ob das klappt? Ja, das sollte klappen. Du bist ja nicht der Hellste. Was macht sie da? Ist das wirklich Chiyo? Es ist ja nicht so, als wäre sie heimlich jemand anderes, oder? Ihre Stimme war höher als sonst und ich war so überrascht von ihrem Verhalten, dass ich dachte, es sei jemand anders. Aber ich war zu ängstlich, um nachzuschauen. Dann irgendwann... Schläft sie jetzt wirklich? Aber wenn ich mich bewege, wacht sie auf. Ich war in dieser Nacht nicht in der Lage, mich zu bewegen. Es ist morgen. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Guten Morgen. Guten Morgen, Chiyo. Guten Morgen, Kuga. Was für ein toller Morgen. Wie sie so tun, als wäre die letzte Nacht nicht passiert? War das alles nur ein Traum? Guten Morgen. Hatten wir heute etwas zu tun? Nein? Kannst du mit zum Laden gehen? Ich muss ein paar Sachen kaufen. Hä? Oh, okay. Ich will schlafen gehen. Aber ich kann dir nicht sagen, dass ich überhaupt nicht geschlafen habe. Ich möchte auch etwas von dieser Feuchtigkeitscreme. Sie kauft eine Menge Zeug. Die ist doch nicht zu schwer, oder? Hä? Oh, nein, kein Problem. Okay, danke. Sie ist wie immer ganz ruhig, aber ich schätze, ich bin ihr nicht egal. Vielleicht war die letzte Nacht kein Traum? Sie ist ganz anders. Und so kam, ohne eine klare Antwort zu bekommen, Nacht Nummer 2. Ich liebe dich. Sobald sie dachte, dass ich schlafe, fing sie wieder an, mir ins Ohr zu flüstern. Was ist das? Was ist los mit ihr? Was soll ich heute mit ihm machen? Wenn ich zu grob bin, wacht er auf und... Das ist es, was ich heute tun werde. So kann ich einfach sagen, dass er mich umarmt hat, als er sich im Schlaf umgedreht hat. Dieses Mädchen ist verrückt. Wer ist das? Sie ist zu süß. Kann ich hingucken? Soll ich? Er hat keine Ahnung, dass... Oh, das... Warte! Mach nicht die Augen zu und tu so, als ob du nichts gesehen hättest. Alles gut. Ich habe nichts gesehen. Ich habe gesehen, wie du mich angeschaut hast. Du verstehst das falsch. Das war, weil du dich im Schlaf herumgewälzt hast und... Ja, ist schon gut. Warte. Warst du die ganze Zeit wach? Warum? Weil du nicht überrascht oder nervös aussiehst. Oh, ich meine... Warum sagen wir nicht einfach, dass es ein Traum war? Du hast das alles gehört, was ich gesagt habe. Du weißt das alles. Wo? Nicht weinen. Das sollte geheim bleiben, aber nun weißt du alles. Das halte ich nicht aus. Es ist okay. Es macht mir nichts aus. Wirklich? Ja, wenn überhaupt, finde ich es süß. Süß was? Ich meine, wenn du dich so verhältst, dann finde ich das süß. Wirklich? Ja, du bist wirklich süß. Zu süß eigentlich. Das ist also dein wahres Ich? Ja,
Tut mir leid. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Aber warum tust du sonst immer so, als wärst du so kühl? Du warst schon in der Grundschule so. Weil ich Angst hatte, meine wahre Seite zu zeigen. Was meinst du? Wenn du sie siehst und mich zurückweist, ist alles vorbei. Also habe ich meine wahre Seite versteckt, um so zu tun, als wäre ich cool und du schienst damit kein Problem zu haben, also... Aber du warst schon immer so. Du hast dir schon so früh Sorgen gemacht. Du hast einfach vergessen, wie ich war. Ich war ziemlich mädchenhaft. Wirklich? Nachdem wir verlobt waren, habe ich angefangen, mich cool zu verhalten. Ich habe dich im Kindergarten kennengelernt, also war ich damals anders. Wow, sie erinnert sich wirklich. Verstehe. Dann hast du mich also gemocht, als wir verlobt waren? Nein. Hä? Ich dachte nur, dass ich dich irgendwann heiraten würde. Aber ich habe dich danach in der Schule beobachtet und bevor ich es wusste, mochte ich dich. Du warst nett. Ach so, verstehe. Ich fühle mich ein wenig schlecht. Ich habe die Verlobung nie wirklich ernst genommen, aber sie hat es die ganze Zeit ernst genommen. Warum hast du schon wieder Tränen in den Augen? Was wird nun mit uns passieren? Meinst du, sie lösen die Verlobung auf, weil wir das hier gemacht haben? Nein, das glaube ich nicht. Meinst du? Du wirst deinem Vater nicht sagen, dass er die Verlobung auflösen soll? Nein, das habe ich dir doch gerade gesagt. Ich mag dich, wenn du nett zu mir bist. Und wenn du mich magst, würde ich die Verlobung nie auflösen. Oh, könntest du dann vielleicht mit mir ausgehen? Ja, natürlich. Ich möchte auch mit dir ausgehen, Kana. Okay, dann lass uns das machen, Teruya. Ja, lass uns von nun an zusammen Zeit verbringen. So haben wir dann als Verlobte angefangen, miteinander auszugehen. In der Schule hat sich eigentlich nichts geändert. Es wäre seltsam, wenn sie ihr Verhalten in der Schule plötzlich ändern würde. Also verhält sie sich weiterhin cool. Aber sobald sie nach Hause kommt, ist alles anders. Mir gefällt der Unterschied in ihrer Persönlichkeit und ich lasse sie einfach machen, was sie will. Übrigens hat Kana allen erzählt, dass sie jemanden gefunden hat, damit die Jungs sich nicht mehr an sie ranmachen. Ich war glücklich.